Ja, es ist natürlich ein Riesen-Highlight für das Sportland Sachsen, dass wir da so ein tolles Wintersport-Event nach Oberwiesenthal bekommen haben. Ich denke, erstmal ist es natürlich eine Motivation für alle Sportler, die daran teilnehmen, dass es im eigenen Land ist. Und ich denke aber, der Hauptfaktor ist natürlich der Nachwuchs in ganz Deutschland. Es ist toll, dass so ein Event in Deutschland ist. Es motiviert den Nachwuchs und natürlich auch den Nachwuchs in Sachsen. Und vor allem wird halt die Wintersportart Skilanglauf, nordische Kombination und Skisprung auch der Bevölkerung wieder ein bisschen näher gebracht. Ja, also das waren für mich natürlich Riesenhöhepunkte jedes Jahr. Ich habe ja mehrere Junior-Weltmeisterschaften und letztes Jahr dann auch mal die U23-WM noch mitgemacht. Und es ist einfach für einen jungen Sportler eine Riesenmotivation, sich halt international auch das erste Mal so richtig zu messen. Man sieht, wo man steht. Und ich habe aber daraus gelernt, dass es muss halt wirklich auch alles zusammenpassen. Und es gibt vielleicht, also ich habe wirklich 4 JWMs mitgemacht und bei der allerletzten JWM hat mal alles gepasst und ich konnte die Medaille einfahren. Also man braucht halt auch Geduld und man darf auch nicht verzagen, wenn es halt nicht gleich funktioniert. Das ist halt ganz menschlich. Ja, also ich bin ja direkt beim Pate für die Sportart Skilanglauf und liegt natürlich nah, weil ich aus Oberwiesenthal komme, da aufgewachsen bin, seit der 7. Klasse da auch die sportliche und schulische Ausbildung genießen durfte, was mir einfach ganz, ganz viel gebracht hat. Und deshalb wurde ich gefragt, ob ich das auch machen möchte und habe ich natürlich ja gesagt. Freue ich mich auch total und werde das auch unterstützen. Ja, Maxim, also jetzt bist du dran. Gib Gas und leg dir einen guten Plan zurecht. Ich werde dich anfeuern.